Was nun los? Stolle, mach deinen auf Adam Gaze. Ja, tatsächlich bin ich wie Adam Gaze. Wirre Blicke, wirre Augen und ohne Cap nicht wiederzuerkennen. Aber ich hab's ja tatsächlich liegen lassen. Ich grüße euch aus meinem Fahrzeug. Kurz mal zwischendurch. Ich schmeiße euch immer zwischendurch heute so rein. Ne? Müsst damit leben. Also, moin moin, Konnichiwa, Grüße, Servus und was auch immer. Neues Concussion-Protokoll. Von der Autobahn mit, ne, mit 400 gerade unterwegs. Ungefähr so wie die Chiefs, Patriots, die Rams und die Saints. Willkommen, Championship Week steht an. Stolle redet ein bisschen wie letzte Woche auch über die Verflossenen. Kurzer Ausblick auf die beiden Spiele, Coaching Tracker, bisschen College Football, bisschen sag mal Stolle und dann definitiv einhändig am Steuer die ganze Zeit. Also Vollgas, wie versprochen, was darf nicht fehlen? Natürlich der Blick auf die Teams, die ausgeschieden sind. Lasst uns durchflattern. Dallas hat's erwischt, Colts hat's erwischt, die Chargers und die Eagles. Cowboys zuerst. America's Team, irgendwo da gelandet, wo ich sie erwartet hatte. Ich glaube, vor der Saison hatte ich auch irgendwas gesagt. Das ist für mich so ein 8-8-9-7-Team. Bisschen besser tatsächlich. Auch sich wirklich besser verkauft als erwartet. Aber das Aus in Division Rounds war jetzt nicht so wirklich überraschend. Was die Zukunft angeht, knapp unter 50 Millionen Cap Space, also solide Platz, haben aber mit DeMarcus Lawrence auch einen fetten, vielleicht einen der Top 5 Free Agents, der sicherlich nicht ganz ans letzte Jahr anknüpfen konnte, aber ich denke andererseits auch klar gezeigt hat, dass er viel Geld wert ist. Bin mal gespannt, ob er das in Zukunft in Dallas verdient oder anderswo. Sonst nicht so wirklich nennenswerte Free Agents, also weiß nicht, so Leute wie Cole Beasley oder Tavon Austin, mehr Backup-Material, sagen wir mal so. Also die Cowboys sind ganz gut settled. Fragezeichen sicherlich auch Sean Lee. Er sagt aktuell, er wird wohl spielen nächstes Jahr. Gucken wir mal. Anderes Fragezeichen ist für mich Scott Linehan, der Offensive Coordinator, stand ja auch immer wieder in der Kritik, tut es auch immer noch. Sieht aber aktuell so aus, als wenn er seinen Job behalten würde. Ist ähnlich schwer wie die Diskussion um Dak Prescott und Jason Garrett. Was tun mit all den Leuten? Jason Garrett, ja, er hat sie ein paar Mal in die Playoffs geführt, so alle 3, 4 Jahre mal gefühlt. Aber so der wirklich große Wurf ist nicht gelungen. Und also ich finde es halt schon faszinierend, dass jemand so lange Head Coach in der NFL ist, ohne wirklich erfolgreich gewesen zu sein. Also so erfolgreich, erfolgreich. Deswegen, klar, man weiß, was man an ihm hat, ehe man sich jetzt was völlig Neues holt. Aber für mich ist das eine schwierige Personalie, ähnlich wie Dak Prescott, der dieses Jahr erneut unterstrichen hat, wo seine Stärken und seine Schwächen liegen. Und mit Sicherheit ist er kein Elite Quarterback, nicht mal annähernd. Und dann muss man halt überlegen, ich hatte es Montag in der Sendung schon gesagt, ich persönlich, wenn ich Jerry Jones wäre, würde ich ihm so einen Dreijahresvertrag geben mit einer Option nach 2 Jahren auszusteigen. So ein Prove-It-Deal, weil er ist einfach nie an seine Rookie-Saison rangekommen. Seine Limitations sind bekannt und ich weiß nicht, ob man dann nie so jemanden wie einen Franchise-Quarterback bezahlen sollte. Ich bin gespannt, was die Cowboys machen. Bleibt spannend, aber sicher sind die Cowboys ansonsten ziemlich gut aufgestellt. Eine fette Defense, die hat richtig abgeliefert dieses Jahr. Auch einen guten Draft gehabt. Eine der besten O-Lines, gutes Lauf, das funktioniert alles und mit Amari Cooper, sie spielen auf jeden Fall im Playoff-Rennen auch wieder eine Rolle. Wenngleich ich glaube, dass die Division nicht ganz so chaotisch wird. Das bringt uns dann vielleicht direkt zu den Eagles. Ne? Die haben mal finanziell richtig, richtig Probleme, denn die Eagles haben glaub, knapp 15 Millionen unterm Cap. Die müssen also, die haben wirklich ein Problem. Die waren ja letztes Jahr schon ein Sorgenkind, was Cap Space anging. Und dieses Jahr, glaube ich, wird es ihnen einfach nicht gelingen,
alle Spieler zu halten, die so auf dem Free Agent Markt sonst strömen könnten. Graham, Long, Ngata, also viele erfahrene Pieces ihrer Defensive Line sind Free Agents. Muss man sich wirklich überlegen, wen man davon behält und wen nicht. Golden Tate ist ein Free Agent. Jay Ajayi ist auf dem Markt. Jordan Hicks, also da bin ich extrem gespannt. Was tut man, wozu ist man überhaupt in der Lage, wen kann man überhaupt behalten? Also bis auf die Playoffs habe ich von Golden Tate nicht so wahnsinnig viel gesehen. Ajayi ist mal alle verletzt. Gucken wir mal, wenn sich die Eagles überhaupt von denen leisten können oder wollen. Ja, aber ansonsten glaube ich, ist das Team breit aufgestellt. Es war lange Zeit nicht zu erkennen, dass dieses Team, sage ich jetzt mal, Playoff-Kaliber hat, obwohl es das ja hat, zweifelsohne. Aber irgendwie hat es im Dezember dann doch noch Klick gemacht. Sie haben die Kurve bekommen, und wie ich finde, die Saison ordentlich und sauber zu Ende gebracht. Ja, und jetzt muss man mal schauen. Natürlich, die Quarterback-Situation ist sicherlich das Spannendste für alle. Alles ist möglich. Habe ich auch schon Montag gesagt, ne? Seitdem wir Khalil Mack gesehen haben, sage ich, alles ist möglich. Auch ein Carson Wentz kann getradet werden. Und sicherlich würden sie für einen Carson Wentz Trade eben auch noch entsprechend was bekommen. Wahrscheinlich mehr als für Nick Foles. Deswegen, ich bin gespannt. Auch wenn die Eagles natürlich sagen, Wentz ist unser Mann, das macht, ist auch völlig klar und liegt in der Natur der Sache. Nick Foles, glaube ich, würde lieber in Philly bleiben, weil ich denke auch, dass er eben auch, naja, nicht in jedem System funktionieren kann. Und bin ich sehr gespannt. Das wird sicherlich eines der großen Off-Season-Themen werden. Ja, aber die Eagles bleiben weiterhin meiner Meinung nach auch ein Playoff-Kandidat, ganz klar. Die Chargers, tja, komische Saison. Du bist 12 und 4, gehörst zu den besten Teams des Jahres und spielst trotzdem zweimal auswärts in den Playoffs. Das ist schon extrem undankbar, muss man ganz ehrlich sagen. Können sie auch ein bisschen leid tun. Ich glaube auch, dass das durchaus eine Rolle gespielt hat, dieses ständige Reisen an die Ostküste. Am Ende geht das vielleicht ein bisschen an die Substanz. Es war kein überzeugender Auftritt bei den Patriots. Allerdings ist dieses Team zu gut besetzt, um wegzubrechen. Da ist eine Menge Talent, da ist eine Menge Luft nach oben. Ich glaube, man hat vieles richtig gemacht. Man hat natürlich auch ein paar interessante Free Agents. Tyrell Williams ist ein Free Agent. Brandon Mabane, auch so ein Backup. Bin ich gespannt. Defensive Tackle, geht man da lieber in den Draft? Da ist ja viel Talent. Oder nimmt man einen der beiden zurück? Das finde ich sehr spannend. Verrett ist ein Free Agent. Wie immer, Verletzungsprobleme gehabt. Michael Davis, sein Backup quasi, ist auch ein Free Agent. Gleich quasi gefühlt, die halbe Linebacker-Unit ist auf dem Markt und das ist sicherlich sowieso für mich eine der Schwachstellen des Teams gewesen dieses Jahr. Wen will man davon überhaupt zurück? Man hat auch nur, ich glaube, 28,5 Millionen etwa. Cap Space ist auch nicht so wahnsinnig viel. Also ich glaube, die Chargers werden dann doch eher über den Draft sich verbessern müssen, aber insgesamt sind sie gut aufgestellt, keine Frage. Und hier ist sicherlich auch das Thema Quarterback ein Thema im Draft. Wie lange gehen die Chargers noch da raus und haben keine, ja, wie soll ich sagen, Zukunftsoptionen? Da bin ich gespannt, denn eigentlich bietet der Draft ja nicht so viele Optionen. So, und dann haben wir zum Schluss noch die Colts. Das war natürlich von allen Teilnehmern der Divisional Round sicherlich die enttäuschendste Performance. Aber dann wiederum auch, hey, mein Gott, dieses Team ist aus nichts gekommen dieses Jahr. Das hätte niemand vorausgesehen. Außer einige sehr mutige Colts-Fans. Aber ich bin mir sicher, selbst die haben nach 1 und 5 gesagt, ja, mein Gott, läuft halt nicht. Also ein Wahnsinnsjahr gehabt, eine wahnsinnig gute Rookie-Class gehabt. Wahnsinnig, wahnsinnig viel Cap-Space. Das meiste in der NFL, weit über 120 Millionen Dollar, die sie verschleudern können. Und das Lustige ist, sie haben jetzt gar nicht so viele Spieler, die Free Agents sind, wo man sagt, für die muss man das Geld ausgeben. Also natürlich haben sie viele Free Agents, keine Frage. Also, aber ein Inman, Dazier, Mitchell, Vinatieri, da ist jetzt nicht so der dabei, wo du sagst, boah, für den, das ist Number One auf seiner Position und für den musst du jetzt richtig hinblättern. Also ich glaube, die können wirklich, ich glaube, die Colts werden richtig zuschlagen in der Free Agency, smart zuschlagen. Weiter im Draft haben wir auch, glaube ich, drei Picks in den ersten zwei Runden, sich weiter verbessern. Also
Die sind echt gut aufgestellt. Vielleicht die bis jetzt interessanteste Personalie ist, dass sie ihren Offensive Line Coach gefeuert haben nach der Saison. Kann den Namen sagen, De Giulielmo oder so. Also ich glaube, Trump würde ihn am liebsten über die Grenze schicken. Ihr wisst schon. Also, egal, der gute Mann wurde quasi schon für Josh McDaniels verpflichtet, wie auch andere. Und er muss seinen Hut nehmen, obwohl die O-Line ja eine der Stärken des Teams war. Ja, aber es ist natürlich trotzdem so, Frank Reich will natürlich auch seine Jungs da haben. Und deswegen glaube ich jetzt mal, dass das nicht so einen wahnsinnigen Einbruch geben wird an der O-Line. Aber ist sicherlich eine Sache, die ganz interessant ist bei den Colts. Ja, aber ist auch mal schön für die Colts, wenn es nicht um Head Coaches oder verletzte Quarterbacks geht. Ja, das war's von mir zu den vier Teams, die rausgeflogen sind, die ebenfalls eigentlich alle vier, denke ich, wieder um die Playoffs mitspielen werden. Ich sehe da jetzt keinen, ich sage, der wird völlig wegbrechen. Ja, außer bei Jason Garrett, da weiß man ja nie, ne? Ach, Stolle mag den Garrett nicht. Weiter geht's. Und zwar jetzt. Kurzer Rückblick auf den Coaching-Tracker. Der hat sich ja dann quasi in dem Moment, wo ihr letzte Woche zugeschaut habt, schon wieder ein bisschen was getan. Deswegen hänge ich da ja natürlich eigentlich ein bisschen hinterher. Was würdest du machen? Nur einmal die Woche. Ne? Drei weitere Teams sind fündig geworden. Die Browns, die Broncos und die Jets. Bei den Browns, Freddy Kitchens war ja einer der beiden, ja, eigentlich Favoriten, ne? In dem Greg Williams, dass er es mitwirkt. Ich mag den Move, auch wenn er natürlich ja auch irgendwie gewagt ist, denn am Ende weiß ja keiner, ob das nur eine Momentaufnahme war oder eben nicht, ob er wirklich der Richtige ist. Ist auch jetzt 44, wirkt eigentlich älter. War früher Quarterback in Alabama, aber zu Zeiten, wo Alabama nicht so ein Riesenthema war wie jetzt. Kennen Sie ja mit Quarterbacks aus und man hat das ja auch gesehen. Kam ja auch noch nach Cleveland mit so einem, wie soll ich sagen, also eigentlich ohne irgendeinen Ruf. War halt viele Jahre auch ein Arizona-Coach und ja, also den hatte die Führung auch nicht so wirklich auf dem Schirm. Was dann da passiert ist in Cleveland, brauchen wir nicht drüber reden, ist natürlich phänomenal und gerade die Offense hat er extrem auf links gedreht und das so, das ist halt das Faszinierende. Mitten in der Saison und einfach so. Wir haben überlegt, dass die beiden, die vorher das Ganze geleitet haben, mit Haley und Jackson, vor allen Dingen Haley als Offensive Coordinator, eine wahnsinnig gute Karriere da auch gemacht hat. Und da ging nichts. Und dann plötzlich kommt der Junge und bringt doch jede Woche einen neuen, spannenden Gameplan. Hat immer gut funktioniert. Deswegen, ich mag den Move auf jeden Fall. Hat auch schon Offensive Coordinator benannt. Monken kommt aus Tampa Bay, hatte selber Jobgespräche in Green Bay bei den Jets, bleibt aber erstmal zumindest ein Jahr Offensive Coordinator, wird aber nicht die Plays callen bei den Browns, sagt der Kitchens, sagt er zumindest jetzt. Schauen wir mal, Head Coach ist ja dann doch ein bisschen ein anspruchsvollerer Job. Und Wilkes als Defense Coordinator, ich glaube, da ist er einfach besser aufgehoben. Vergessen wir einfach dieses eine Jahr in Arizona. Ich glaube, das kann er. Deswegen denke ich, dass die Browns damit ganz, ganz gut fahren. Broncos, Vic Fangio, ist eigentlich längst überfällig. Ne? Der Name ist bekannt, der Name ist seit Ewigkeiten großer, wenn es um Defensive Coordinators in der NFL geht. Seit Mitte der 80er, bis auf ein einziges Jahr, wo er in Stanford war, immer in der NFL, viele Defenses richtig gut rausgebracht. Ob sie 49ers waren oder jetzt eben auch die Bears. Ist natürlich dann, was Head Coaching angeht, Late Bloomer, aber das muss ja nichts Schlimmes sein. Bruce Arians hat uns das ja auch gezeigt. Ich glaube, für Denver ist es auch ein guter Hire. Es ist ein sehr erfahrener Coach, also so ein bisschen das Gegenteil zu Vance Joseph auch. Ne? Also erfahrener Coach, war eigentlich immer eher so der Background-Typ. Das war jetzt nicht so bekanntes Gesicht, der Name ja, aber nicht so, dass er, andere sind ja doch bekannter auch als Coordinators. Disziplinfanatiker und hat natürlich schon wesentlich mehr Erfolge als Coach vorzuweisen. Dennoch eben auch keinerlei Erfahrung als Head Coach. Muss man auch erstmal schauen. Ich glaube auch, dass John Elway da ein bisschen unter Druck steht. Aber ich mag die Verpflichtung. Sie ist
logisch für Denver, finde ich, sich jetzt hier jemanden zu suchen, der auf diese Werte Wert legt, für die im Fantasy steht. Das macht einfach Sinn. Und vor allen Dingen damit wieder anzufangen, diese Defense auf das Niveau zu bringen. Ich glaube, Denver wird fälschlicherweise mal jetzt noch mal eine Top-10-Defense gesehen, ist sie aber seit 2 Jahren auch schon nicht mehr. Also, ich glaube, das ist ein guter Hire und wichtig für Denver. Die Jets, ich glaube, diese Pressekonferenz ist legendär. Ich habe keine Ahnung, was Adam Gase da geritten hat oder gestochen hat, aber die ist natürlich legendär und das ist natürlich so ein Start, kannst du auch vergessen, ne? Brauchst du eigentlich nicht haben. Adam Gase ist der Mann, ich tue mich schwer. Ich finde das keinen schlechten Hire, aber ich bin auch nicht hundertprozentig überzeugt davon. Gab ja wohl vier Finalisten bei den Jets, einer war der Monken, dann Rule, der Head Coach von Baylor, der ist dann aber wohl eher mehr oder weniger auch von selbst ausgestiegen aus dem Gespräch. Und dann war für die Jets klar, wir gehen mit Adam Gase statt mit Mike McCarthy. Und ich glaube, das ist der Vergleich, den man sich in New York jetzt immer gefallen lassen muss. Mike McCarthy, eigentlich haben ja beide relativ viele Punkte, die die Jets haben wollten bei ihrem Head Coach, die beide abstreichen. Beide haben Erfahrung als Head Coach, beide haben Erfahrung mit Quarterbacks, beide sind offensive-minded und für beide ist Disziplin ein wichtiges Thema bei ihrem Team. Naja, und wenn beide diese Boxen alle checken, dann ist halt die Frage, warum nimmt man eher Gase statt McCarthy? Es ging wohl auch darum, wer bei den Coaches mitkommen darf. Das war wohl auch ein Thema. Ich finde es dann durchaus ein gewagten Move, Gase McCarthy vorzuziehen. Ich möchte jetzt gar nicht alles schlecht reden, was in Miami war. Ich glaube, dass er auch nicht unbedingt ja, den Kader vorgesetzt bekommen hat, mit dem man viel mehr Erfolg haben kann. Aber wenn ich mir den Jets-Kader angucke, ist es halt auch so, dass da immer noch viele Lücken sind. Und auch gerade in der Offense ist der Kader nicht besetzt von Superstars. Deswegen bin ich wirklich gespannt, das Ding funktioniert. New York ist nochmal ein viel härterer Markt als Miami. Also da bin ich wirklich gespannt. Es wird nicht leicht. Aber natürlich hat er erstmal einen super Quarterback, mit dem er arbeiten kann. Ich glaube, das ist schon mal sehr, sehr wichtig. Offen sind Stand jetzt, wenn ihr das guckt, immer noch die Dolphins und die Bengals. Die Favoriten sind aber hier relativ deutlich. Bei den Dolphins ist so Brian Flores, der Defensive Coordinator der Patriots. Und bei den Bengals soll Zach Taylor sein, der Quarterbacks-Coach der Rams. Auch deswegen haben beide noch keinen Coach, weil solange diese Teams noch in den Playoffs sind, wird es da keine Entscheidung geben. Das macht Sinn, sonst wären die wahrscheinlich auch schon durch mit dem Thema. Wenn es beide sind, finde ich, sind es beide mutige Entscheidungen. Flores zum einen, weil der ja auch in New England nur in diesem Jahr zum ersten Mal Defensive Coordinator war und zum anderen, weil eben diese Erfahrung, die man hat mit Belichick Assistants in Head Coaching Vacancies, das ist größtenteils eben gefloppt. Taylor kommt dann wieder aus der McVay-Richtung. Als Quarterback-Coach ist er natürlich ein Flüsterer, sage ich jetzt mal, für Quarterbacks. Aber der war ja, wie gesagt, Quarterbacks-Coach zuletzt. Also das ist schon ein großer Move dann zum Head-Coach. Und tatsächlich hätte man bei den ganzen Namen, die auf der Liste standen bei den Bengals, schon eher mit einer internen Lösung gerechnet. Das ist ein bisschen überraschend. Aber warte mal ab. Vielleicht kommt es ja doch noch ganz anders. Aber das sind aktuell die beiden Favoriten. Und damit haben wir das Thema durch. Und bevor ich dann hier irgendwo an der Raststätte oder wo auch immer, bevor ich mal anhalte, ich fahre ja die ganze Zeit, kurz ein bisschen College Football. Ist natürlich nicht so wahnsinnig viel los. Die All-Star-Games stehen an. Das ist nicht ganz unwichtig. Da findet man immer ein paar Talente. Ich will aber erstmal Kyler Murray als Thema nehmen hier. Das ist natürlich sicherlich das Thema. Hat sich angemeldet für den Draft. Nun muss man dazu vorneweg bei allem Hype erstmal eine Sache sagen. Das heißt noch gar nichts. Da er ein Underclassman ist, musste er sich bis zu einem bestimmten Datum für den Draft anmelden. Sonst wäre er sowieso raus gewesen aus dem Thema. Das heißt also,
es kann immer noch passieren, dass der Typ am 17. März entscheidet, ach komm, was weiß ich, Combine war nicht das, was ich wollte und die Gespräche mit den NFL-Teams laufen nicht so wie geplant und Workout nicht und wie auch immer. Ich spiele Baseball. Das kann immer noch kommen. Also nur weil sich jetzt angemeldet hat für den Draft, heißt es noch lange nicht, dass er am Ende wirklich beim Draft am Start ist. Das muss man vorneweg sagen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig zu wissen. Sonst, was gibt es ihm zu sagen? Extrem athletisch. Two-Way-Sport, ne? Hat er immer zwei Sportarten gemacht und das sieht man auch. Extrem athletischer Typ. Fette Saison gehabt für Oklahoma. Mehr als 4300 Yards. 42 Touchdowns, nur 7 Interceptions. Dazu als Rusher natürlich auch brandgefährlich. Sehr akkuraten Wurf. Vor allen Dingen bei den kürzeren und mittleren Würfen. Starker Arm auch. Auch gut. Also der Ball fliegt einfach sehr sauber, obwohl seine Throwing Motion relativ lang ist. Aber wie gesagt, sauberer Wurf ist halt ein Baseballer. Das kommt da sicherlich auch zum Tragen, dass er einfach ja, starken Arm hat. Was mich ein bisschen, wo ich ein bisschen Bedenken habe, ist, er ist definitiv mehr Läufer als Baker Mayfield. Während Baker Mayfield für mich immer ein Quarterback war, der seine läuferischen, athletischen Fähigkeiten vorrangig dazu eingesetzt hat, erstmal seine Receiver quasi frei zu spielen, ist Murray ganz klar jemand, der, wenn die Pocket collapsed, einen großen Drang dazu hat, sofort loszurennen. Geht außerdem zu selten alle möglichen Targets durch, ist jemand, der sich immer wieder relativ schnell auf ein Ziel festlegt, was natürlich in der NFL tödlich ist, was aber auch sicherlich seiner mangelnden Erfahrung als Starter zuzuschreiben ist, muss man auch sagen. Also es ist durchaus was, was man auch noch abstellen könnte. Ja, der kann in der heutigen NFL absolut nicht nur überleben, sondern auch ein Starter sein. Mit all den College-Elementen, die wir mehr und mehr sehen, definitiv. Aber, und das ist einfach ein Aber, was keiner von der Hand weisen kann, der Typ ist halt echt ein Zwerg und das sag ich. Der Typ ist ganz, ganz lieb gemeinter 1,77. Das ist extrem klein. Der hat vor allen Dingen auch seine Throwing Motion ist halt auch teilweise eher Sidearm. Der hat echt Probleme, über eine NFL-O-Line rüber zu gucken. Das ist einfach so. Das kann man nicht von der Hand weisen. Und wenn man sich seine Statur anguckt, dann muss ich ganz ehrlich sagen, wir haben so viele Quarterbacks, die immer wieder kaputt gehen, weil sie zu viel rumlaufen. Ich mache mir um den, also anders gesagt, ich mache mir wirklich Sorgen, wie lange der in der NFL überleben kann. Und das bringt mich einfach zu der Frage, ist er deswegen First-Round-Pick wert? Ich glaube, vom Talent her bringt er, oder andersrum, ist er weiter als einige andere, die, sage ich jetzt mal, zu den ersten 3, 4, 5 gehandelt werden im diesjährigen Draft. Allerdings ist der Draft halt auch nicht mal ansatzweise so besetzt wie letztes Jahr. Das muss man auch ganz nüchtern sagen. Das heißt, nur weil einer in der ersten Runde gedraftet wird, und das werden ja wie immer 1, 2, 3, heißt das nicht, dass die auf demselben Level spielen wie vielleicht schon Baker Mayfield und Co. Also definitiv nicht. Ich bin echt skeptisch und also wenn ich Owner GM wäre, würde ich da eine ganz große rote Flagge dran hängen an das Thema 1,77 und gefühlte 60 Kilo. Das würde mir echt Sorgen bereiten, weil ich meine, ich investiere in First-Round-Pick nicht nur extrem viel Geld, sondern auch extrem viel Coaching, extrem viel Fanvertrauen, Ticketing, Zukunft. Und wenn der Typ dann einfach schnell Knacks geht, dann ist das alles weg. Also deswegen würde ich als GM definitiv nicht in der ersten Runde jemanden wie ihn holen. Definitiv nicht. Aber ich glaube, der Hype Train und grundsätzlich seine Fähigkeiten als Passer lassen ihn einfach besser dastehen als den einen oder anderen, der sonst womöglich First Round Pick mäßig unterwegs wäre. Aber es ist natürlich auch noch viel Zeit. Wie gesagt, jetzt kommen noch die All-Star Games, dann kommt die Combine, dann kommen die Personal Workouts und danach sind wir ein bisschen schlauer, wo der gute Mann wirklich steht. Mann, Stoller, mach doch mal dein Handy leise. Aber wie gesagt, für mich, Kyler Murray, super talentiert. Aber nein, kein Baker Mayfield. Nein, 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 nein.
Und für mich wäre das Risiko tatsächlich zu groß, ihn in der ersten Runde zu draften. Freue mich auf eure Meinung. Einer gegen Stolle ist diese Woche dabei. Finde ich super. Kann ich nochmal einen Hinweis geben. Macht mit. Geht gar nicht darum, ob mein Bart am Ende fällt oder nicht, sondern es geht um eine gute Sache. Es geht darum, todkranken Kindern zu helfen. Also gebt euch einen Ruck. Haut da ein bisschen Kohle in die Aktion. Und dann lasst euch überraschen, ob ich mich überreden lasse. Wir kommen nicht mehr an die 10K, das ist mir völlig klar. Aber schauen wir mal, ob ich beim Super Bowl doch weich werde und einen Rasierer mitbringe. So, die Frage oder beziehungsweise die Wette, die kommt von Marius Protte. Und der sagt, einer gegen Stolle. Eigentlich ein nachträglich ist einer gegen Stolle. Ich wette, dass Taysom Hill in den Playoffs inklusive Super Bowl mindestens einen Snap in der Defense spielen wird. Ob du Hail Marys gelten lässt oder nicht, darfst du aussuchen. Falls ich verliere, spende ich 10 Euro an die Bart-Up-Aktion, auch wenn der Bart nicht fällt. Guter Mann. Falls ich gewinne, musst du in einem kommenden Concussion Protocol ein dreiminütiges Plädoyer dafür halten, dass Joe Flacco Elite ist. Nicht, weil ich denke, dass Joe Flacco Elite ist, sondern weil ich mir das witzig vorstelle. Ja. So ist es dann wahrscheinlich. Sollten die Saints wieder erwarten, schon an diesem Wochenende rausliegen, darfst du die Wette gerne trotzdem nachträglich annehmen. Geht ja um einen guten Zweck. Also ich nehme sie an. Wir sind ja noch nicht raus, sind ja drin. Und ich sage halt, nee, Taysom Hill wird nur Offense spielen. Special Teams steht jetzt hier nicht drin. Also ich habe ihn für Offense und Special Teams. Sollte er tatsächlich bei einem Hail Mary in der Defense auf dem Platz stehen, dann hast du gewonnen. Also lassen wir das dazu gelten. Finde ich super. Also ihr da draußen müsst ihr hoffen, dass er Defense spielt, dann kriegt ihr einen 3-0-Spieler, der beste Quarterback der Welt ist. So. Schauen wir auf die Divisional Rounds. Guck mal, ich habe das Ding jetzt in der Hand. Ich könnte jetzt so und so und so. Oh, ey, da wird euch schlecht, Jungs. Das ist so ein bisschen wie auf dem Boot fahren, ne? Die Conference Championships meine ich natürlich. Ja, schauen wir da mal rauf. Zwei geile Spiele. Und so auf dem Papier würde ich denken, jeder geht davon aus, dass das High-Scoring-Monster-Spiele werden. Ach, ich weiß nicht. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass wir beide so derbe Yards punktemäßig abgeht, wie bei den gleichen Duellen in der Saison. Es wird Punkte geben, aber ich glaube nicht so wahnsinnig irre viel. Chiefs, Patriots, wie gesagt, ist wie die letzten Wochen auch. Die Jungs am Freitag geben euch eine In-Depth-Analyse und ich mache hier nur ein kurzes, was ich glaube. Ich glaube, Chiefs, Patriots, ich bin ganz ehrlich, das hat mich das Chargers-Game dann wieder gelehrt. Ja, du kannst so viel gegen die Patriots wettern und wetten, wie du magst. Wie sagte Brady nach dem Spiel, we're still here. Und genauso wird es meiner Meinung nach dann auch nach diesem Spiel sein. Die Chiefs haben eine wahnsinnig gute Saison gespielt. Das ist überhaupt keine Frage. Patrick Mahomes hat eine wahnsinnig gute Saison gespielt. Ich glaube aber, dass Andy Reid seinen Meister finden wird in Bill Belichick. Diesmal sogar eine Runde eher als damals mit den Eagles im Super Bowl. Da kann man über die Patriots Defense sagen, was man will. Ich glaube, er wird sie richtig eingestellt haben. Ich glaube auch, dass die Chiefs nicht in der Lage sein werden, regelmäßig an Brady ranzukommen. Die werden ihren Plan haben, die werden ihn durchziehen und die werden dieses Spiel dann doch gewinnen. Sollte es anders kommen, wie gesagt, mein Wunschfinale, worauf ich mich total freuen würde, wäre Chiefs gegen Saints. Ich glaube nur nicht, dass es kommt. Sollte es anders kommen, freue ich mich total. Wie auch alle Menschen außerhalb von Foxborough und Massachusetts wahrscheinlich. Nein, aber ich glaube, die Patriots werden erneut ins Finale kommen. Und dort treffen sie auf. Schwer zu picken, das Spiel. Ähnlich wie die Chiefs sind natürlich auch die Saints zu Hause eine absolute Macht. Auch dank der Fans und so weiter und so fort. Aber irgendwie hat mich dieses Spiel letzte Woche nicht so hundertprozentig überzeugt. Es dauerte sicherlich seine Zeit, bis die Jungs, sag ich jetzt mal, den Rost der zwei Wochen frei abgelegt hatten. Aber Drew Brees hat mich nicht hundertprozentig überzeugt. Der Verlust von Rankins, auch wenn sie da jetzt noch jemanden geholt haben in der Free Agency, wiegt schwer, glaube ich.
Ich glaube, das ist echt ein Problem gegen diese O-Line, gegen dieses Laufspiel. Der anderen Seite bin ich natürlich gespannt. Glaube ich, dass die Saints gut in der Lage sein werden, einen Kamara einzusetzen? Sehe ich schon. Natürlich wollen wir alle wissen, wie Marcus Peters sich diesmal macht, wie er sich diesmal schlägt. Alles in allem zwei, auch das ein spannendes Duell, aber hier. Also ich glaube, dass dieser Rankings-Ausfall tatsächlich ein großes Problem sein könnte für die Saints. Zudem auf der anderen Seite ihre Offensive Line, gerade die Interior Line, sah echt nicht gut aus. Wirklich nicht gut gegen die Eagles. Also sobald Fletcher Cox auf dem Feld war, sind die geschwommen. Pete, vor allem Pete, der hat ja gefühlt jedes zweite Play irgendwie ein Holding gehabt. Und jetzt kommen mit Donald und Sue zwei von der Sorte. Also ich leg mich fest und sage, die Rams sind eine Nummer zu groß in den Playoffs jetzt für die Saints. Bin gespannt auf eure Meinung und dann schauen wir mal, wie es tatsächlich am Ende aussieht. Also mein Tipp fürs Finale: Patriots versus Rams. Was sagt ihr denn? Und wie immer am Schluss, sag mal, Stolle geht los. Die erste Frage erreichte mich über Twitter von Rolando Vaughn. Vielleicht auch Deutsch ausgesprochen, keine Ahnung. Aber er fragt, sag mal, Stolle, Kyler Murray. So. Will ja doch jetzt in den Draft, haben wir schon drüber geredet. Ist es Teams erlaubt, jetzt schon mit dem Spieler Kontakt aufzunehmen? Nach dem Motto, Junge, bewirb dich, wir picken dich dann auch. Oder wie läuft das ab? Jein, also der Spieler nimmt als erstmal Kontakt auf mit einem Agenten. Und dieser ganze Kontakt, der dann stattfindet, läuft über den Agenten, den sich der Spieler pickt. Es gibt dann auch die Möglichkeit für Teams, Spieler mal einzuladen, Private Workouts und. Es gibt natürlich die College, nein, sind ja nicht Bowls, aber diese All-Star Games. East-West Shrine Games dieses Wochenende, da werde ich euch nächste Woche, glaube ich, mal ein bisschen erzählen, wer mich da überzeugt hat. Senior Bowl ist nächste Woche. Da sind auch mal ein paar Kids, die werden auch von NFL-Coaches trainiert. Also es ist nicht wie Recruiting ans College, wo es ganz klare, strikte Regeln gibt, wann man überhaupt mit den Kids reden darf und wann nicht. Das ist jetzt hier in dem Fall nicht so, aber es macht auch keinen Sinn zu sagen, hey, jetzt schon hinzugehen, zu sagen, gib Gas, wir draften dich. Das gibt's, keine Frage. Natürlich gibt es Teams, die hingehen und sagen, wir werden dich draften. Ob es dann so kommt, ist ja auch davon abhängig, wer vielleicht noch vor ihn draftet. Aber es ist nicht so, dass jetzt einer hingeht und sagt, machst du das und das, landest du bei uns. Das ist ein bisschen früh noch. Andreas Griete, der hat mir drei Fragen gestellt, tatsächlich per E-Mail, sehr ungewöhnlich. Ich nehme davon aber nur eines, wäre sonst unfair. Er fragt, welche Teams siehst du als schlafende Riesen für die kommende Saison? Beziehungsweise bei welchen Teams vermutest du, Stand jetzt, den großen Sprung nach oben? Ist ja mal die Frage, wie schlecht muss man denn dann jetzt diese Saison gewesen sein? Ne? Also, natürlich habe ich die Browns mit auf der Rechnung, aber die waren jetzt auch nicht mehr so schlecht. Ne? Die kann man da fast schon nicht mehr dazu ziehen. Ich bin gespannt auf die 49ers. War ja nie ein großer Fan dieses Hypes. Aber natürlich sind sie auch extrem von Verletzungen geplagt gewesen. Andererseits, wenn man sieht, wie viele Draft-Picks sie, First-Round-Picks sie in die Defense investiert haben in den letzten 4, 5 Jahren, dann hat mich die Defense nicht überzeugt. Aber eigentlich sollte das ein Team sein, das auf dem richtigen Weg ist. Welche Teams stehen denn wirklich schlecht da? Ist ja nicht so viel. Die meisten suchen gerade einen Headcoach und es ist relativ wahrscheinlich, dass Jahr 1 nicht komplett die große Wende bringen wird. Ich denke, dass die Packers einen großen Sprung machen werden, weil sie sicherlich talentmäßig besser dastehen als viele der anderen Teams, die sich einen Headcoach gesucht haben. Ich bin sehr gespannt auf die Raiders. Die sind wieder eine Wundertüte, Stand jetzt. Ich glaube tatsächlich noch, dass die Buccaneers einen guten Sprung machen werden, weil auch da ist schon eine Menge Talent da. Bruce Arians ist ein erfahrener Mann, der weiß, was er tut. Das ist ein Riesenplus. Die sehe ich eigentlich auch noch, dass die einen Sprung machen. Ja, das sind so die mir jetzt spontan mal so einfallen. Sagen wir noch, Mr. Wombato. Der fragt, sag mal, Stolle, stell dir vor, heute wäre der 13. März 2019. Der erste Tag
an dem Free Agents verpflichtet werden können. Tom Brady hat im Februar seinen 6. Titel gewonnen, beendet danach seine aktive Karriere. Okay, das ist schon mal sehr viel Philosophie und Vorstellungskraft, die man hier braucht. Nun kommt die News, dass die Patriots Nick Foles verpflichtet haben. Ganz nach dem Motto, if you can't beat him, join him. Oder buy him in diesem Fall. Keiner rechnet mit diesem Move und die Patriots machen dort weiter, wo sie aufgehört haben. Sie gewinnen. Hältst du dieses grausame Szenario für vorstellbar? Bitte Foles überhaupt bei den Patriots erfolgreich sein? Klar kann man sich das vorstellen. Ich kann mir allerdings weniger vorstellen, dass Brady wirklich aufhört nach der Saison. Aber ja, ich kann mir vorstellen, dass die Patriots sagen, das ist unser Mann, wenn wir uns denn wirklich spontan irgendwo Hilfe holen müssen. Weil im Draft, wie gesagt, ist nicht so wahnsinnig viel Talent, zumindest nicht in den ersten Runden. Ich persönlich glaube aber, dass die Jungs aus Duke, North Carolina State oder Northwestern durchaus eher in die Patriots-Schiene gehen. Quarterback-mäßig, könnte ich mir gut vorstellen, dass die interessant für die Patriots sind in den vielleicht dann eher mittleren Runden. Foles, ich glaube schon, dass das funktionieren würde, ob das stattfindet. Ich gehe jetzt mal gar nicht auf irgendwelche Deals und Draft-Picks und was das kostet ein, aber ja, wenn sich die Patriots dazu entscheiden, also wenn der Tag kommt, dass Brady wirklich aufhört und sie sofort eine Lösung bräuchten und der Meinung sind, im Draft ist niemand dabei, der sie wirklich umhaut, sie haben ja die Chance in der Combine, die Jungs alle zu sehen, bevor die Free Agency losgeht, ja, dann ist das doch durchaus nicht komplett unrealistisches Szenario. LK sagt, sag mal Stolle, das Coach-Karussell dreht sich ja wieder fleißig, jetzt die Gegenfrage, welche drei Head-Coaches haben den sichersten Job? Ja, gut, Belichick fährt da, glaube ich, in einer ganz eigenen Liga. Und danach den sichersten Job. Es klingt bescheuert, aber es ist eigentlich irgendwo absurd, aber ich habe das Gefühl, Jason Garrett hat den sichersten Job danach. Wie gesagt, habe ich ja vorhin schon drüber geredet, bin nicht unbedingt sein größter Fan und kann das auch nicht ganz nachvollziehen, warum man sich in Dallas mit so einer Mittelmäßigkeit zufrieden gibt, die man ja seit Jahren hat, mit kleinen Ausbrechern nach oben oder unten. Aber er hat einen sicheren Job entgegen. Muss man ja ganz ehrlich sagen, solange wie er schon da ist. Boah, er hat noch einen safen Job. Ich glaube Andy Reid. Andy Reid hat einen sehr sicheren Job in Kansas City, solange er das machen will. Jetzt werden einige sagen, was mit Mike Tomlin? Ich finde gar nicht so. Ich finde Pittsburgh, natürlich gehören sie jedes Jahr zu den Favoriten, aber dieser Favoritenstellung sind sie nun schon seit einer Zeit nicht mehr gerecht geworden, trotzdem Talent, was da ist. Und wenn dann dazu zählst, die kleinen Dieben-Geschichten oder großen Dieben-Geschichten, die sie jetzt seit einiger Zeit mit sich rumschleppen, dann fällt das für mich auch auf den Headcoach zurück. Und ich glaube, dass das schon ein sehr wegweisendes Jahr für Mike Tomlin sein wird 2019. Team Moose fragt, sag mal Stolle, ich weiß nicht, ob du zu dem Thema schon mal in einer Sendung Stellung genommen hast. Aber würdest du deinen Kindern aus gesundheitlichen Gründen erlauben, Football zu spielen? Du bist ja auch mit dem Eishockey sehr nah an einer anderen Sportart, bei der ist auch direkt heftig scheppert, wenn zwei Spieler aufeinander treffen. Das ist mal eine nette Frage irgendwie, ne? Ja. Hatten wir, glaube ich, noch nie. Weiß ich wirklich nicht. Vielleicht in der normalen Sendung, dass wir das Thema mal hatten. Also, tatsächlich, wenn meine Kids Football spielen wollen würden, wäre ich sehr skeptisch. Ich glaube, ich würde ganz genau hingucken. Ich würde sie nicht gleich erstmal verbieten von vornherein, aber ich würde ganz genau hingucken, was da trainiert wird, wie die Jungs trainiert werden, was ihnen beigebracht wird, weil es ist ja auch in den USA immer noch ein großes Thema, was auch vor ein paar Jahren dann beim quasi Verband aufgepoppt ist, dass man die Coaches richtig trainieren muss, bevor man die Kinder richtig trainieren kann. Ich glaube, da ist immer noch eine Menge Unwissen unterwegs. Ich wäre da vorsichtig, muss ich ganz ehrlich zugeben. Eishockey sehe ich nicht ganz so heftig, also es knallt extrem im Eishockey, aber doch in einer anderen, also Kopf gegen Kopf hast du im Eishockey dann viel, viel seltener als im Football. Ich glaube, im Football, wenn O und D-Liner aufeinander knallen, hast du das unter Umständen bei jedem Snap, deswegen kann man das, glaube ich, nicht ganz vergleichen. Eishockey, der größere meiner Jungs spielt Eishockey, also das geht in Ordnung für mich. Was haben wir noch? Einen haben wir noch.
Tim Zentgraf fragt, sag mal Stolle, Stand 12.01.2019, ein bisschen älter die Frage, aber auch Stand heute noch, hat Jack Del Rio immer noch keinen Job? Wie kann es sein, dass ein Hugh Jackson ernsthaft ein Kandidat für einen Job als Coach war, ist, Del Rio hingegen noch immer ohne Job ist? Ich verstehe nicht, wie Leute, die als Head Coach in Anführungsstrichen versagt haben, so schnell wieder einen Job bekommen, aber er, der die Raiders wirklich von Worst to Playoffs gebracht hat, nicht mal eine Interview-Einladung bekommen. Das ist tatsächlich eine spannende Frage. Ich glaube, erstmal möchte ich dazu sagen, dass ich glaube, dass Hugh Jackson besser ist als sein Ruf. Ich selbst habe ihn ja in Oakland erlebt und war ein großer Fan von ihm, wie er gearbeitet hat mit den Spielern, wie er gearbeitet hat mit auch den Nicht-Spielern, Front Office und. Es war völlig klar, dass das in Cleveland enden musste. Das war auch die richtige Entscheidung, wissen wir auch alle. Ihm jetzt irgendwie die Schuld daran zu geben, wie es danach in Cincinnati gelaufen ist, ist wahrscheinlich ein bisschen eher mit Augenzwinkern zu sehen. Das ging auch schon ohne ihn nicht mehr so richtig gut. Ich glaube, dass Hugh Jackson definitiv ein guter Coach ist. Ich glaube aber auch, dass es Hugh Jackson gut tun würde, mal ein, zwei Jahre nicht zu coachen. Vielleicht mal den Kopf frei zu kriegen, sich wieder vorzubereiten, zu fokussieren, zu gucken, wo muss ich vielleicht ansetzen, um besser zu werden. Aber ich verstehe deine Frage an sich. Warum kriegt ein Jack Del Rio zum Beispiel, haben wir ja auch nicht, kein Interview? Ich glaube, zum einen ist es halt mittlerweile so ein, nicht mal mehr nur ein Trend, sondern wirklich so gang und gäbe. Man guckt nach jungen Coaches, man will mehr Veränderungen, man will vor allen Dingen immer mehr auch College-Elemente einfließen lassen. Das spielt bei einigen eine Rolle, dann spielt natürlich immer eine Rolle, was will ich von meinem Coach, außer Alter. Soll er Offense, Defensive Minded sein, soll er ein Disziplin-Freak sein oder eher ein Motivator oder eher so ein das spielt sicherlich auch eine Rolle. Auch immer, was für Jobs sind denn überhaupt available? Ist da eine Connection zu dem Coach? Und ich glaube, der Rio hätte da nicht so viele Optionen dieses Jahr gehabt. Deswegen, ich verstehe, was du sagen willst. Und die gibt es jedes Jahr, diese Coaches. Guckst du dir alle an, die John Grudens, Bill Cowers dieser Welt, die dann auch einfach mal ein paar Jahre raus waren, dann irgendwie zum Fernsehen gegangen sind und dann gar nicht mehr zurückgekommen sind. Teilweise. Ich glaube, dass der Rio, es ist auch immer eine Frage, wie man sich vielleicht selber noch ins Gespräch bringt. Vielleicht will er momentan auch gar nicht. Grundsätzlich aber glaube ich, dass Jack Del Rio einer ist, den man definitiv als Coach holen sollte. Vielleicht muss er nicht Head Coach sein, aber als Defensive Coordinator war der halt immer eine Granate. Richtig, richtig gut. Deswegen verstehe ich die Frage, warum er nicht mal ein Interview für was auch immer gelandet hat, kann ich nachvollziehen. Aber du siehst ja, was für Namen so rumgeschwirrt sind dieses Jahr. Vor allen Dingen junge Coaches. Deswegen, ich bin mir sicher, wir werden ihn früher oder später nochmal sehen in der NFL. Ganz sicher. So, durch. Er fährt freihändig oder so ähnlich. Also, tschüss, bis nächste Woche. Vielleicht sehen wir uns. Vielleicht.